Und da sind wir wieder auf Mount Valage, Wellenge, Wellenge, Wellenlänge. Wie immer. Ja. Das letzte Level des Spiels auf jeden Fall. Ja. Und wir hatten ein bisschen Probleme damit, Gegner zu besiegen, sind aber noch nicht gestorben. Noch nicht. Kommt noch. Okay, immer noch hier unter uns drei Gegner, da vorne sehen wir sie. Ja. Aber hier vorne links ging es da weiter und nicht. Ist da vorne rechts eine Sackgasse bei den Gegnern? Dann sollten wir die doch erstmal besiegen. Ja, da ist auch ein Schatz. Also wenn das dieselbe Ecke ist. Ein Schatz. Erledigen wir erstmal den Kerl, wo er gerade zum Schloss gekommen ist. Zum Glück sind die Viecher so ziemlich die ungefährlichsten Gegner hier. Geist dahinter. Ich glaube, ich immer noch diese lilafarbenen Zauber von dem Geister machen. Oh. Eins, zwei, drei, Sanctos! Eins, zwei, drei, Sanctos! Die machen zum Glück nicht viel Schaden. Eins, zwei, drei, Sanctos! Und erledigt. Nichts, was man wieder kurieren könnte. Ja, das wäre besser. Noch ein Gegner. Und unten rechts. Unten rechts von dem Gegner sind auch noch welche, aber sind noch recht außer Reichweite. Eins, zwei, drei, Sanctos! Eins, zwei, drei, Sanctos! Eins, zwei, drei, Sanctos! 1, 2, 3, Sanctos. 1, 2, 3, Sanctos. Das ist sehr eintönig. 1, 2, 3, Sanctos. Schon, aber endlich stirbt. 3, Sanctos. Schlagen, wegrennen. Schlagen, wegrennen. 3, Sanctos. 1, 2, 3, Sanctos. 1, 2, 3, Sanctos. Warum habe ich das Gefühl, dass ich schon weiß, wie diese Folge heißt? 1, 2, 3. Warte. Erstmal Vita. Gavin, das hat so viel Schaden gemacht. Ich dachte kurz, es wäre Marktwürdigkeit. Eins, zwei, drei, Sanctos. Ja. Jetzt ist er tot. Oh, der hat mal wieder Vita hinterlassen. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Vita. Das ist schon mal sehr gut. Ja. So, ist und Kiste müsste direkt vor uns liegen. Dann gucken wir mal, was wir dieses Mal für ein Artefakt hier drin haben. Es ist ein Magie-Artefakt. Nee, es müsste Abwehr sein. Das ist nicht lila. Achso. Wunderreif. Ja, das müsste deine Abwehr jetzt haben. Ja, meine Abwehr ist gerade um 2 gestiegen. So, wir haben rechts noch eine Sackgasse. Okay, rechts von uns sind noch drei Gegner auf dem Gang. Rechts aber unten, unter uns ist auch noch ein Item. Ja, ja, rechts unter uns, da sind die drei Gegner dran. Ja, dann wird das hier in der Sackgasse sein. Auf. So, was haben wir hier? Ist hier nur ein Rundgang oder geht's auch noch nach oben? Nee, hier nach oben ist ein Rundgang, das war's. Okay. Und hier unten ist halt eine Sackgasse. Okay, drei Gegner, also passt auf. So, ich geh schon mit Verteidigen da rein. Raus. Verteidigen hat gut funktioniert. So, ich stehe hier mal. Eins. Ich stehe zu nah dran. Ja. Komm da raus. Können nicht gegen die beiden gleichzeitig kämpfen. Ist der Kessel nicht mitgenommen. Komm weit hoch. Möglichst mit Kessel. Ich versuch's, aber der Kessel steht so nah an den beiden dran. Autsch. Ich heil dich. Ich wollte auf Vitagar, deswegen. Ich hatte keinen Vita gerade drin, ich dachte, du heilst ihn. Wieso soll man Vitagar einsetzen, wenn nur er Schaden hat? Das ist eine gute Frage. Vita heilt ja zum Glück voll. Wir schaffen es ja noch irgendwann. Weg. Ah! Das ist auch mir drauf. Naja, dann heil du Kevin und Kevin. Macht hier den Run oder halt. Kann sich nur um Stunden handeln. Naja. Ah, ich hab Bock noch auf mich. Scheiße. Das ist mein Vita. Das ist mein Vita. Heilung für alle. Besser ist das. Aua. Oh Gott. Wir müssen diesen bekloppten Käfer loswerden. Ah, wir sind nicht getroffen. Und Kevin ist tot. Ja. Nur zu enge. Ja. Ja, damit ich halt nicht so lange. Ich hab die Chimäre ist gerade gestorben. Ja. Irgendwie hab ich dir gar nicht mitgekriegt, aber. Eins, zwei, drei. Sanctos, endlich können wir uns um den Ritter kümmern. Eins, zwei und drei. Sanctos. Eins, zwei und drei. Sanctos. Eins, zwei, 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 drei, Sanctos. Das muss spannend zum Zuhören. Ja. Zwei, drei, Sanctos. Eins, hochinteressant. Zwei, so, tot. Ja, er ist tot. So, ein viertes Mal Vita. Ein viertes Mal Vita. Yay. Damit können wir Vita-Ball spielen. Unten links ist noch ein Gegner.
Ja, da ist noch ein Ghost. 1, 2, 3, Sanctus. 1, 2, 3, Sanctus. 1, 2 und 3, Sanctus. Und erledigt. Und einmal Vita. Rupp. Hier war noch eine Truhe drin. Sollte, rechts von uns. Da. So, was haben wir da? Das ist ein offensives. Ja, nochmal zwei hoch, Schneestern. Sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt habe ich erstmal nichts auf der Karte. Nee, ich auch nicht. Ich habe eine Karte auf der Karte, aber mehr kann ich euch auch nicht sagen. Anstrengend. Bleibt spannend. Ja. Immer noch nichts auf der Karte. So, wir können jetzt nach unten. Okay. Da scheint es weiter zu gehen. Da unten ist ein Gegner. Okay. Unter uns. Links von uns ist ein Gegner. Links unter uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gegner sind gerade auf meiner Karte insgesamt erschienen. Schön. Die sind alle in einem Halbkreis ungefähr unter uns verteilt. Da sind erstmal drei direkt vor uns jetzt. Okay. Versuch mal, welche hier hochzumachen oder so. Ja, schon passiert. Ja. Das sind auf jeden Fall zwei Zeppeline. Geh auf Eis. Und ein Geist. Und noch ein Geist. Okay, dann erstmal Sanctus. 1, 2, 1, 3. Sanctus! 1, 2, 3. Oh shit! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Das ist zu gefährlich. Ah! Kessel verloren. Ah! Ich nehme zu viel Schaden dadurch. Hau du in die Vita rein, du nicht als Kessel. Ich kann nicht, ich werde aufgehalten. Nein! Scheiße. Engel, Engel, Engel. Ich bin tot. Geh weg, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, geht weg! Danke. So blöden Mobs! Ich hab nicht mehr gemerkt, dass ich tot bin. Warte, ich brauche eine neue Phoenix-Feder. Kommandoleiste. Phoenix-Feder. Okay, zweiter Anlauf. Engel. Ich behalte den Krug, ihr pullt den Ritter oder sonst irgendwas und dann gehen wir weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, jetzt hoffen wir, dass sie uns nachlaufen. Geh weg! Lass sie nicht auf dich casten, wenn die auf dich casten, dann bleiben die stehen. Jetzt müssen die schon deutlich weiter drücken. Jetzt kannst du drauf gehen. Ja. Warte, 1, 2, 3. Das war viel zu tief. Nee, wir haben nee, getroffen. 1, 2, 3. Ah! Ah! Oh, du bist gar nicht. Du kennst schon. Gemacht! Auch gut. Ich hol mal hier noch. Wir sind, wenn ich noch dran komme. Ja, danke. 1. 2, 1, 2, 3. Sanctus. 1, 2, 3. Sanctus. So, zwei Gegner schon mal tot. Okay. Ich heb mir die Phoenix-Feder auf, kann ich schauen. So, Zeppelin. Okay. 1, 2, 3. Und Gravitas. Ja, das war okay. Das waren 3. So. Haben wir noch Gevatter Skelettkopf? Und wieder nur im Chaos mit meinen Zaubern. Sanctus Feuer, Vita Engel. Jetzt steht da unten rechts stehen zwei, unten links steht einer, links über uns stehen drei. Guck, also links über uns ist in einem anderen Gang. Erstmal den Geist hier besiegen. 1, 2, 3. Ja, muss ich den Ritter nicht gepult. Kevin, gib's den Ritter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du müsst ja eigentlich schon schauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Achso, und der Ritter wollte nicht mehr mit mir spielen. Und. Wieder falsch gedrückt. Boah. Warte. Hier, ich mach Engel. Das ist Engel, das ist Engel. Ich hab an dich geglaubt. Dieter, deine Geist ist tot. Engel. Feuer. 1, 2, 3. Ja, Sanctus. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. 1. Hallo? Kaste. 1, 2, 3. Zack. Das hat nicht funktioniert. 1, 2, 3. Okay, der Geist ist kaputt. Autsch. Snipe. Dieter kommt. Wie auf Kevin, ich hab mich schon. Hier. Komm rüber. Eins, hauen, zwei, drei. Weglaufen, Sanctus. Hauen. 1, 2, 3, Sanctus. 1, 2, 3, Sanctus.
Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei und alle in Deckung. Drei. Das hat nicht funktioniert. Eins, zwei, drei. Sanctus. So, kaputt. Wasser erhalten. Gott, Mama. Für Feuer. Nee, eigentlich nicht. Ich bin mit meinen drei Spells schon fast überfordert. Also. Ich hab Blitz, aber ich setze sowieso nicht ein. Von daher. Ist hier noch irgendwas? Ich rechts geht's weiter, glaube ich. Rechts ist ein ganz langer Gang. Okay. Also wir sollten hier links gehen den Weg da die, gehen, oder? Gehen wir erstmal die drei da oben erledigen. Mit schon möglichst so viele Artefakte wie möglich sammeln, damit wir so stark wie möglich für den letzten Boss sind. Okay. Links von uns einer, über uns drei. Machen über wir uns ist die Sackgasse oder ist links von uns auch eine Sackgasse? Also nach oben gehen wir komplett wieder zurück und links ist auch ein langer Gang, genauso wie rechts. Ist da eine Kiste? Hier loopt sich alles drumherum. Ich sehe noch gar nichts. Dann müssen wir gar nicht nach oben, da ist eine Sackgasse drin, wie Kevin schon bemerkt hat. Ja, dann kommen wir wieder zurück zum Anfang. Okay. Gehen wir wieder rechts rum. Okay. Ja, es scheinen hier überall alles Rundkurse zu sein, sagen die Karten immer. Okay. Das ist ständig irgendwelche Rundkurse. So. Tja, dann gucken wir mal, was hier unten ist. Hey, geht's jetzt nach unten oder sehe ich weiterhin Gang? Siehst du Gegner? Immer noch nicht, nein. Okay. Meine Güte, brauchen die Löcke da lange zum kaputt gehen. Keine Schätze oder irgendwas? Da unten ist ein Bildwechsel jetzt auf jeden Fall. Dann haben wir zumindest den ersten Abschnitt hinter uns gebracht. Okay. Ein hartes Stück Arbeit. Ja. In der Tat, in der Tat. Ja, dann auf in die zweite Hälfte des letzten Levels des Spiels. So. So, jetzt gibt's andere Karten. Einmal durchatmen. Jetzt andere Karten, jetzt gibt's neue Gefahren. Was habe ich denn? Ich habe irgendwas Schwarzes. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich hab Gegner. Jetzt habe ich die normale Karte. Ich hab die Gegner-Statuskarte. Und links von uns sind zwei Gegner. Okay. Direkt voraus. Passt. Oh. Zwei Geister. Eins, zwei, drei. Sanctus. Von beide? Ja. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei und drei. Au, 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 au. Warte, ich muss gerade kippen. Ja. Oh, der kasselt nicht. Eins, zwei, drei. Sanctus. Er hatte plötzlich statt seinem Magierstab hatte plötzlich eine Sense rausgehauen. Drei. Sanctus. Eins, zwei, drei. Sanctus. So, ich sehe insgesamt auf der Karte zwei, sonst noch fünf drei. Gegner. Sanctus. Alle schön verteilt. Okay. Das gefällt mir nicht. So, links sind erstmal zwei. Ich würde ganz gerne mal kurz den Gemach. Ja, jetzt ist es auch weg. So lange dauert es jetzt. Ja, ich meine nur, ich renne lieber normal rum. Ja. Bei links kommen jetzt erstmal wieder direkt zwei Gegner. Ah, was ist mit unserem Kristall? Ah, kriegt die Blume, kriegt die Blume, kriegt die Blume. Was für eine Blume? Die Blume. Das Mistding hat unseren Kristall gerade blockiert. Ah, okay. Dadurch verlieren wir den erstmal Schutz, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins. Tomberry! Sanctus. Tomberry! Geh weg! Geh weg, Tomberry! Geh weg! Ich hab Angst! Tomberries machen eigentlich nicht viel, aber die machen einem immer viel Angst. Mag Gravitas. Immer hilfreich, wenn man irgendwas mögen. Vor allem wenn es Gravitas ist, was sie mögen. Das benutzt man nicht so oft auf nicht fliegende Gegner. Meine Güte. Okay, unten war noch irgendwas krass. So links kommt noch ein Gegner. Okay. Da, Geist. Ich sehe bis jetzt noch keine Sackgasse. Eins, zwei. Aber ich sehe überall Gegner. Sanctus. Kevin Vitan. So, der ist kaputt. Kevin Vitan. Ich sehe keine Sackgasse. So, also ich sehe im Moment oben. Doch, links. Unten rechts von uns eine Sackgasse. Ich sehe oben links von uns drei Gegner, unten links von uns zwei und unten rechts zwei. Dann gehen wir erstmal nach unten rechts. Okay. Hier an der Wand lang, oder? Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. So, jetzt kommen die zwei Gegner rechts. Okay, Vorsicht, könnte ein Ritter dabei sein. Hier ist eine relativ große Einkerbung. Tomberry. Tomberry schon gut. Entwarnung! Da könnte immer noch ein Ritter stehen. Ich verhau die trotzdem lieber einzeln. Ja. Auf jeden Fall stunnen auch die einen jedes Mal, wenn sie einen angreifen. Ja, aber die machen keinen Damage dabei, das gefällt mir. Ja. Können so viel stemmen, wie sie wollen, solange zwei von uns einfach so frei. Geist. Frei rumstehen können. Weißbrot! Eins. Zwei, drei. Rup, eins, noch zwei, ein Angriffsritter. Dann hol dir mal das Angriffsritter. Ups, eins. Ich würde erstmal den Geist töten. Schneestern, nochmal zwei. Oh, das ist so smart. Und das war's hier vorne. Das ist ja schon ein Angriff von 64. So, unten von uns sind zwei Gegner.
Links sind zwei und dann unten sehe ich im Moment keine. Okay, das sind beides Einkerbungen, die wir erstmal reinlaufen müssen irgendwo. So, und oben links von uns ist jetzt ein Gegner. Okay. Zwei Gegner, drei Gegner. Aber erstmal ein Einzelner und die anderen beiden haben einen größeren Abstand. Kannst du den ziehen? Damn, sehr schön. Ich bin auf Enge. Jetzt. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, tot. Sanctus. Sobald ich den angreifen darf und Damage machen kann, geht das eigentlich auch so. Über uns zwei Gegner. Tomberry ist kein Problem. Und Geist. Geist. Ja. Eins, zwei, drei. Jetzt tut der nicht, der will ja nur spielen. Ich nehme das hier mal mit. Können wir da näher ran? Eins, zwei, drei. Sanctus, du heilst dich selbst? Gar nicht, der Zombie ist zu schnell. Der Zombie läuft zwar langsamer als meine Großmutter, aber trotzdem ist er schnell genug, um mich vom Vita-Zaubern abzuhalten. Sanctus. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, drei, Sanctus. Okay, jetzt hat der Tomberry gerade sein Schwert irgendwie lila aufgeladen. Davon habe ich mich mal besser nicht treffen lassen. Eins, zwei, drei, Sanctus. So, jetzt. So, über uns drei Gegner. Ups. Geist und Tomberry. Du machst mir die Geister runter, die sollten kein Problem sein. Wir haben noch keinen Ritter gesehen. Ich meine, ich will nichts beschreien, aber... Halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Komm weiter runter, sonst kommen die nicht. Put. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, drei. Sanctus. Solange die nicht ihre Sensen rausziehen, sondern mit ihren Magierstäben schlagen, sind die kein Problem. Ja. Aber sobald die ihre Sensen rausholen, sind die gemein. Was machen die denn? So vier Schaden. Oder drei. Statt einem. Und die halten ein bisschen mehr aus. Kommen da Gegner noch? Außer, ja, das ist irgendwas krass. Ein Tentakel. So ein Tentakeliges. Das ist schon mal Eiskraken. Und schwach gegen Feuer ist. Hasst Feuer, mag Eis, hasst immer. Ah ja. Macht auf jeden Fall auch sehr viel Schaden mit seinem Angriff. Ja, ist aber tot. Ja. Das kann man weg tanken und heilen. Ja, das geht. So, ich sehe im Moment keine Gegner auf der Karte. Ungewöhnlich. Ich sehe nur einen geraden Gang gerade vor uns. Okay. So, unter uns sind zwei Gegner. Okay. Oder links unter uns. Da scheinen wir drauf zuzulaufen. Kommt jetzt eine kleine Kurve. Ja, dann werden die hier jetzt stehen, die beiden Gegner direkt unter uns. Ja, ja. Tomberry und Geist. Ich fange an, das Thema dieses Abschnittes zu sehen. Drei. Vielleicht solltest du den Geist lieber erstmal angreifen. Der geht deutlich schneller dann, wenn du ihn angreifst. Ja. Und dann geht er auch. Autsch! Ja, jetzt hat er seine Sense rausgeholt. Gut, dass ich in einem Engelzauber drin lag. So, jetzt eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, drei. Der ist tot. So. Wo ist er hin? Er ist gestorben. Ja, er ist einfach gestorben. Die mit dem Magierstab verschwinden so nach oben, aber der ist ja einfach verpufft. Ja, der hatte seine Kampfaxt. Das sind ja Geister. Ich schmeiß mal gerade eine Runde wieder in die Runde. Weißbrot. So, rechts von uns sind drei Gegner. Okay. Na, schön Dreiecksformation. Blume. Vorsicht, weg! Nicht die Blume aktivieren. Weiter weg. Sollte reichen, ne? Eins, zwei, drei. Sanctus! Ja, eins, zwei, drei. Sanctus! Eins, ich sag also, sobald sie ihre Magierstäbe wegpacken, sind die gefährlich. Eins, zwei, drei, Sanctus! Eins, zwei, drei, Sanctus! Kampfmagier. Eins, zwei, drei, Sanctus! Kampfmagier. Zwei, drei, Sanctus! So kaputt, ja. Na, da bin ich keiner. Okay. Ja, nicht so richtig. Ist da was außer der Blume? So, jetzt killt die Blume erstmal. So, gut ist er. Was war das? Das war ein Gemach, gar. Und das hat mich gemacht. Noch ein Gemach. Ich sehe unten einen Gegner. Was macht das denn? Hilfe! Wie hast du denn hier gemacht? Ja, das kennst du, das Tentakel. Dingen. Okay, ist eine Gemach-Tentakel. Was zum Teufel? Aber ein Gemach-Gar-Tentakel, das ist ganz gemein. Das hält meinen Ring nicht auf. Was sagt die Staatskarte, Mark? Mark Gravitas. Hinterlässt keinen Gegenstand und hat 22. Okay. Ja, und ist jetzt tot. Was zum Teufel? Jeez.
Vita mal mag. Ja, kommt. Schön. Rechts von uns sind zwei Gegner. Ja. Rechts von uns ist auch eine Sackgasse, also gehen wir die erstmal. Okay. Okay, und jetzt unter uns waren auch gerade kurz zwei Gegner. Da unten ist eine Abzweigung unten unter uns. Okay. Tom Berry. Und Geist. Wie überraschend. Wie gesagt, ich fange an da irgendwie. Eins, zwei, drei. Oh, ich hab wieder drin. Eins, zwei, drei. Sanctus. Leute haben eine Runde gemacht, Zauber. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, drei. Sanctus. Zwei, drei. Sanctus. Eins, zwei, drei. Sanctus. Ja, down. Der Tom Berry hat mich gemacht. Der Tom Berry kann zaubern. Frechheit. Dazwischen hat er einfach mal einen Gemachzauber rausgehauen, als ich nicht mehr zu ihm hingelaufen bin. Und dieser Tom Berry. Treasure. Artefakt ist. Magie. Ist lila. Okay. Ein Zauberstab. 26 Magie jetzt. Nice. Wow. Das ist ein großer Boost. Ja. Dafür, dass ich mit 18 angefangen habe, das Level. Ich schon noch Magie hochbekommen, das ist echt krass. Okay. Und so, also unten links zwei Gegner. Unter uns ist eine Kreuzung. Okay. Und links drei Gegner, vier Gegner. Gott. Fünf Gegner. Wo denn alles, sag mal? Aha, lass uns erstmal nach rechts gehen. Stehen in so einer hübschen V-Formation. Ach, kann man gar nicht. Ach, das ist eine Kreuzung, aber das ist ein Übergang. Okay. So, unter uns rechts drei Gegner. Okay. Da haben wir einen Geist, komm, schön, Carsten. Aber Geist. Oh. Caste hier oben hin. Das sollte reichen, ne? Ja, drauf. Eins, zwei, drei. Sanctus! Vielleicht diesem komischen lila Wolkending nicht vertraut. Drei. Ich weiß immer noch nicht, was das macht. Man leuchtet dann lila. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Du leuchtest lila. Ja, schöner Leuchtenskill. Ich mach mal gerade einen Liter. Ja. So, immer noch zwei Gegner unten rechts. Blume links und Geist rechts. Erstmal den Geist rausholen. Dürften zwei sein. Eins, zwei und drei. Sanctus war meine. Ja, doch, beide. Eins. Ich muss mich gerade heilen. Ja. Ihr. Gott. Ich hab die Phoenix wieder drin verlegt. Die mit ihrer dämlichen Sense, ne? Die sind echt gemein. Okay. So, eins. Ja, ich war gerade aus dem Markt. Zwei, drei. Sanctus. Oh, kaputt. Was ist das? Ich muss eine neue Phoenix wieder rein tun. Jungs. Phoenix-Feder. Okay, jetzt eben die Blume zerstören. Sag mal, jetzt kann ich den Kessel zu nah ranschleppen, das muss ich mir merken. Wir können eigentlich nah genug ranlaufen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Ja. In diesem viel zu langen Level. Bis dahin. Ciao. Aloha. Tschüss.